Ja, wir haben wieder eine spannende Woche hinter uns. Wie in der letzten Statistiksendung über die aktuellen Lieferzeiten angekündigt, dreht sich hier alles um den Kia EV6, sprichwörtlich. Wir zeigen euch außerdem auch alle Neuigkeiten zum BMW i4, den Elektrokombi MG5 und den Cupra Born. Herzlich willkommen bei Statistics. So, bevor wir gleich losstarten, möchte ich noch eine wichtige Sache klären. Unsere letzte Sendung hat ja ein wenig auf Kritik gestoßen, da ein paar der Lieferzeiten nicht immer zu 100% korrekt sind. Ja, liebe Leute, wir tun hier unser Bestes, um euch einen Gesamtüberblick aller Lieferzeiten zu geben, aber bis wir alle Daten der Hersteller zusammengetragen haben, kann es schon mal vorkommen, dass gewisse spontane und auch langfristige Änderungen passieren. Auch glückliche Schnelllieferungen kommen immer wieder mal vor, welche wir so auch nicht vorhersehen können. Also bitte nehmt unseren Gesamtüberblick als grobe Richtlinie wahr und nicht als in Stein gemeißelt. Auch meine Empfehlungen über die sofort verfügbaren Elektroautos bei InstaDrive haben nicht die Intention, euch diese unbedingt aufs Auge drücken zu wollen, sondern dienen als Information, falls jemand noch gerne rasch ein Elektroauto bekommen möchte. Informiert euch gegebenenfalls auch bei den Herstellern, dann könnt ihr einfach gut miteinander vergleichen. So, nun aber zu unseren Elektroauto-Neuheiten und der Pipeline-Grafik. Drehen wir das Rad mal zu Kia. Was ist da auf dem Weg? Der EV6 in verschiedenen Ausführungen. Bereits vor einigen Tagen sind die ersten Bilder des Serienmodells des Kia EV6 im Netz aufgetaucht. Beim Anblick des Fahrzeugs weiß man zu Beginn nicht ganz, welcher Fahrzeugkategorie der EV6 zuzuordnen ist. Er wirkt einerseits wie ein Crossover, bringt jedoch andererseits auch sehr seine Sportlichkeit zum Ausdruck. Mit der eGMP-Plattform, auf der auch der Hyundai Ioniq 5 aufbaut, bietet auch das Pendant von Kia alle Vorteile, die der Elektroantrieb zu bieten hat. So verfügt der Kia EV6 über großzügige 2,90 Meter Radstand bei 4,70 Meter Außenlänge. Der große Radstand kommt allen Insassen zugute, die sowohl vorne als auch auf der Rückbank sehr viel Beinfreiheit genießen dürfen. Zusätzlich bietet der EV6 einen sehr großen Kofferraum mit 520 Litern Fassungsvermögen. Das ist zwar etwas geringfügiger als beim Ioniq 5, was aber auch dem etwas flacher abfallenden Heck des Kias geschuldet ist, stellt aber dennoch kein Problem dar, da das Kofferraumvolumen durch das Umklappen der Rückbank sowie dem vorderen zweiten Kofferraum oder Vorraum oder Frunk nochmals erweitert werden kann. Die 5 Modellvarianten haben für jeden Anwendungsfall das passende Gesamtpackage dabei. So reichen die Antriebsvariationen vom Einstiegsmodell mit Heckantrieb und einer Leistung von 170 PS bis hin zur GT-Version mit Allradantrieb und 585 PS. Ein Kia mit knapp 600 PS. Wer hätte sich das gedacht? Ja, außerdem bekommt der Kia wie der Ioniq 5 das 800-Volt-System. Dadurch sind Ladeleistungen auf Porsche Taycan-Niveau möglich. Der Akku des EV6 kann in nur 18 Minuten von 10% auf 80% aufgeladen werden. Das entspricht einer Reichweitenzunahme von 100 Kilometer in nur 5 Minuten. Und das ist sehr beeindruckend. Ja, auch ausstattungstechnisch bietet der Kia alles an Assistenzsystemen, was derzeit erhältlich ist. Mit dem zum Fahrer geneigten Curve-Display will der Kia EV6 den Futurismus zum Vorschein bringen, kann man sagen. Allerdings ist das Cockpit nicht wie bei einigen anderen Herstellern oder Autos jetzt eine komplette Display-Landschaft. Auch auf richtige Druckknöpfe wird ja weitgehend verzichtet. So sind zwar die Bedienelemente für die Klimatisierung nicht in einem Touch-Display integriert, aber es wurde weiterhin auf Touch-Tasten gesetzt, die nicht wirklich ein Feedback geben, sobald man diese drückt. Zumindest sieht das mal so danach aus. Ich meinerseits kann nur hoffen, dass die Industrie von solchen Knöpfen bei Autos wieder Abstand nimmt. Aber ja, was ist eure Meinung dazu? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin kein großer Fan von diesen Knöpfen. Ja, Kia hat ja bereits mit dem Soul EV, der dann in e-Soul umbenannt wurde, und dem eNIRO einiges an Erfahrungen im E-Mobilitätsbereich sammeln können. Mit der eGMP-Plattform gehen sie aber einen weiteren guten Schritt. Die Daten sind schon mal sehr vielversprechend, kann man sagen, aber schauen wir uns dann an, wie der EV6 sich in der Praxis behaupten wird. Hyundai und Kia, kann man schon sagen, mischen aber den Markt ganz schön auf. Ja, was da die anderen Hersteller zu bieten haben und wie sie darauf antworten und welchen Aprilscherz sich VW geleistet hat, das zeigt euch jetzt Vivienne. Danke, Matthias. Ja, willkommen im April.
Das dachte sich wohl auch VW und hat Amerika ein bisschen in die Irre getrieben. Wer es nicht mitbekommen hat, Volkswagen behauptete in den USA jetzt Ende März, sich in Volkswagen umbenennen zu wollen. Gut, mittlerweile haben sie zugegeben, dass sie uns damit nur in den April schicken wollten. Aber da sie das immer wieder bestritten haben, gab es da einen ganz schönen PR-Streit. Von der Umsetzung mal abgesehen, muss ich aber sagen, finde ich die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. VW hat dann nämlich auch gleich noch Bestellungen bezogen und gesagt, dass sie damit die Wichtigkeit der Elektroautos für ihr Unternehmen unterstreichen wollten. Also wenn es jetzt auch nicht für den Namen reicht, dann werden wir immerhin diese Aussage im Kopf behalten, VW. Aber kommen wir jetzt mal zu den weiteren Neuheiten. Bei BMW kommt bald der i4. Im zweiten Quartal 2022 ist die Auslieferung geplant, also knapp in einem Jahr. Das Konzeptauto des i4 von BMW ist ja schon seit einer Weile in den Medien präsent. Doch nun haben die Münchner endlich das Serienmodell des BMW i4 vorgestellt. Viele Designelemente wurden direkt aus der Studie übernommen, andere zeigen sich nun doch etwas anders als am Konzeptauto. Die erste kleine Änderung sehen wir bei den Frontscheinwerfern, welche in der Studie deutlich flacher ausgeführt waren und dadurch das typische, etwas aggressive BMW-Gesicht etwas besser zur Geltung brachten. Das schafft natürlich auch das Serienmodell sehr gut, aber es orientiert sich dann eben doch recht stark am klassischen BMW 4er. Die riesigen Nieren hingegen, beim Elektroauto natürlich geschlossen, werden 1:1 aus der Studie übernommen. Generell wirkte die Seitenlinie beim Konzeptauto noch etwas flacher und windschnittiger. Also gerade auch, wenn man sich den geschwungenen, sehr geschwungenen Übergang von der Motorhaube zur A-Säule und von der A-Säule zum Dach anschaut. Und das hätte auch beim Serienmodell bestimmt auch sehr gut ausgesehen. Aber gut, BMW. Am Heck waren beim Concept Car noch sehr große Blenden als Designelemente angebracht, welche die Auspuffrohre, die wir ja nicht mehr brauchen, ersetzen sollten. Diese sind beim Serienmodell zwar nicht ganz verschwunden, aber sie sind jetzt nur noch als Designelemente mit blauen Zierstreifen am Heck angedeutet. Also schon noch deutlich zurückhaltender. Das durchgehende Glasdach des Konzeptautos, das es so ja auch beim Tesla Model 3 gibt, also so ähnlich, wurde beim Serienmodell i4 nicht übernommen. Hier wird es nun, und ich freue mich drüber, doch ein klassisches zu öffnendes Schiebedach geben, das dann aber auch nicht in die gesamte Dachfläche einnehmen wird. Insgesamt wurden für die Außenoptik doch einige Details aus der Studie übernommen, doch bei vielen Elementen setzt man auch auf die Teile des mit Verbrennungsmotoren ausgestatteten Vierer Grand Coupés. Was den Innenraum angeht, so hat BMW hier noch keinen Serieninnenraum des künftigen i4 präsentiert. Man kann aber annehmen, dass sich dieser besonders vom Cockpit-Design eher an der Studie als am Vierer-Verbrenner orientieren wird. Näher an der Mitte unserer Pipeline als der neue BMW i4 sind die neuen MG-Modelle. Hier kommen bald der MG Marvel R Electric und der MG 5 Elektro. Der MG 5 Elektro ist in Österreich für Oktober 2021 geplant. Für Deutschland sind da leider noch keine Daten bekannt. Der 5 Elektro ist ein rein elektrischer Kombi und wird somit offiziell der erste seiner Art im E-Mobilitätssektor sein. Außer man zählt den Skoda Enyaq dazu, welchen Matthias und ich gerade frisch getestet haben. Wir sind der Meinung, der Enyaq sei bereits ein Elektrokombi. Mehr dazu könnt ihr euch in diesem Video hier oben ansehen. Zurück zum MG 5. Er wird 4,54 Meter lang sein. Das ist in etwa so lang wie ein Skoda Octavia der zweiten Generation. Und er bietet üppige 578 Liter Kofferraumvolumen, welches dann durch Umklappen der Rückbank auf bis zu 1456 Liter erweitert werden kann. Auch Anhänger darf das aus China kommende Elektroauto ziehen. Dort gibt es dann allerdings nur bis zu 500 Kilogramm Anhängelast. Damit kann man dann vielleicht einen leichten Anhänger in den Baumarkt fahren und ein paar sperrige Güter transportieren, die im Fahrzeuginnenraum dann trotz des geräumigen Kofferraums doch keinen Platz mehr finden. Mehr Anhängelast wäre aber wünschenswert. Der 5 Electric wird von einem Elektromotor mit bis zu 134 kW, also 184 PS an Leistung versorgt. Und ja, das ist dann auch mehr als ausreichend in diesem Segment, denn das Fahrzeug ist ja gar nicht als Sportwagen konzipiert, sondern dazu da, viel Gepäck und bis zu 5 Insassen sicher von A nach B zu befördern. Zum Laden wird es dann den inzwischen bei sehr vielen Herstellern mehr oder weniger serienmäßigen dreiphasigen AC-Anschluss für bis zu 11 kW Ladeleistung geben. Wie viel Leistung der MG-Kombi dann beim Schnellladen aufnehmen kann, das wurde noch nicht bekannt gegeben. Aber angesichts der Ladeleistung von bis zu 85 kW beim MG ZS-EV würden wir auch beim 5 Elektro auf etwa 85 bis 100 kW Leistung schätzen. Mit einem vollen Akku sollen jedenfalls mehr als 400 Kilometer möglich sein. Eine genaue WLTP-Angabe steht aber noch aus.
In Österreich soll der MG5 Elektro ab Oktober 2021 zu haben sein. Die Preise stehen aber noch nicht fest. Wenn wir jetzt noch einen Schritt Richtung Mitte in unserer Grafik gehen, dann sieht man bei MG den Marvel R Electric, der in Österreich schon ab Mai 2021 bestellt werden kann. Auch hier sind für Deutschland leider noch keine Daten bekannt. Der MG Marvel R Electric wird vom Hersteller als Hightech-Lifestyle-SUV bezeichnet und den technischen Daten nach zu urteilen, ist das auch keineswegs übertrieben. Größenmäßig ist das Fahrzeug mit 4,68 Meter Länge und 2,80 Meter Radstand mit dem VW ID.4 oder eben dem Skoda Enyaq vergleichbar und bietet somit also einiges an Platz. Wie auch der neue Kombi von MG soll auch der SUV über 400 Kilometer Reichweite haben, wobei auch hier die WLTP-Werte noch nicht verfügbar sind. Auch ladetechnisch soll der Chinese überzeugen und bietet jedenfalls dreiphasiges AC-Laden mit bis zu 11 kW. Auch hier sind die Daten zur DC-Ladeleistung noch nicht verfügbar, wobei wir auch hier von etwa 85 bis 100 Kilowatt ausgehen würden. Der MG Marvel R Electric soll in zwei Leistungsstufen angeboten werden, entweder mit drei Motoren, Allradantrieb und 212 kW, also 288 PS, oder einer Variante mit zwei Motoren, welche beide am Heck sitzen, also auch nur die Hinterräder antreiben. Für diese Version ist noch keine Leistungsangabe verfügbar, es dürfte sich jedoch im Bereich um die 200 PS bewegen. Ein sehr spannendes Merkmal bietet der MG Marvel R Electric im Innenraum. Dieser wirkt auf den ersten Bildern ziemlich hochwertig gestaltet und bietet als Besonderheit ein riesiges Infotainment-Display als Zentrum. Das Display soll beeindruckende 19,4 Zoll in der Diagonale messen. Halleluja! Womit es dann auch ein gutes Stück größer wäre als im Tesla Model S oder Model X. In Österreich soll der MG Marvel R Electric ab Mai 2021 zu haben sein. Die Preise sind aber auch hier noch nicht bekannt. Ja, vielen Dank, Vivienne. Beim MG kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie einen hochwertigen Innenraum machen werden. Das habe ich zumindest beim MG ZSEV schon selbst testen können und war durchaus begeistert. Wieder einen Blick auf unsere Pipeline, drehen wir das Rad mal zu Cupra. Eine spannende neue Marke, welche hier von Seat etabliert wird. Im besten Fall noch dieses Jahr steht der Born, ehemaliger L-Born, zur Auslieferung an. Der Born ist das ID.3 Pendant aus dem Hause Cupra und soll bereits Ende des Jahres, spätestens jedoch Anfang 2022 in Deutschland und Österreich auf den Markt kommen. Er basiert wie auch der ID.3 von VW auf der MEB-Plattform und soll auch im deutschen Produktionswerk in Zwickau gebaut werden. Aufgrund der Ähnlichkeit zum ID.3 und der Nutzung der MEB-Plattform gehen wir von sehr ähnlichen Reichweitenangaben für den Cupra Born aus. Die Akkugrößen und Ladegeschwindigkeiten werden mit Sicherheit genau gleich sein wie beim VW. In entscheidenden Aspekten gehen der ID.3 und der Cupra Born dennoch aber differenzierte Wege, während der VW als Volksstromer oder auch als Voltstromer seit neuestem bezeichnet werden kann, Volksstromer, damit will er einfach die Masse beeindrucken. Ja? Eher mit einer schlichten und sehr komfortabel abgestimmten Form unterscheidet er sich zum Cupra. Der ist sportlich, der ist jung, der ist dynamisch, der ist frech, er symbolisiert Agilität und Cupra setzt dennoch auf Nachhaltigkeit und den Elektroantrieb. Und das gefällt mir sehr gut und stellen das auch sehr schön in den Fokus. Die Designlinie außen macht das Auto vor allem in der Frontansicht deutlich aggressiver als den ID.3. Wie sich der Born in der Fahrdynamik und Handling schlagen wird, das wird sich erst noch zeigen, ob er diesen frechen, kräftigen, sportlichen Look auch in das Fahrverhalten transportieren kann. Auf das bin ich selbst besonders gespannt und freue mich, wenn wir hier den ersten Test für euch haben. Der VW ist ja diesbezüglich eher komfortabel abgestimmt und setzt einfach auf Stabilität, ja, Zurückhaltung will ich gar nicht sagen, denn er kann auch sehr, sehr spritzig sein. Natürlich ist auch der Cupra mit der modernsten Technik und den Assistenzsystemen ausgerüstet, welche bereits bei VW bekannt sind. So verfügt das Fahrzeug neben dem Head-Up-Display mit AR-Funktion auch umfassende Konnektivitätsmöglichkeiten und ein gelungenes 12-Zoll Infotainment-Display. Preislich sind noch keine exakten Werte bekannt, jedoch dürfte davon auszugehen sein, dass sich der Preis an dem des ID.3 orientieren wird. Optisch spricht der Born aber eine andere Sprache und wird wahrscheinlich auch eine andere Zielgruppe anziehen. Mir persönlich gefällt das Auto sehr gut und das Image von Cupra, das kommt dem Auto, denke ich, sehr, sehr zugute, auch wahrscheinlich bei der jungen Generation.
weil man einfach hier nicht mit einer klassischen Marke wie Seat rausgeht, die es schon seit Generationen oder ja, die es schon seit vielen Jahren gibt. Cupra ist was Neues, Frisches und wird auch in Zukunft die nächsten Generationen, die kommen, höchstwahrscheinlich auf eine andere Art ansprechen, wie wir das jetzt kennen. Ja, beim Blick auf unsere Pipeline sehen wir etwas weiter hinten auch den Cupra Tavascan. Der Cupra Tavascan ist das Konzeptfahrzeug eines großen SUV-Coupés mit einem reinen Elektroantrieb. Die sehr sportlich anmutende Außenoptik präsentiert sich auch bei den teilweise bereits bekannten technischen Daten. So hat der Tavascan zwei Elektromotoren, welche eine Systemleistung von bis zu 306 PS auf beide Achsen bringt. Damit sprintet das spanische Performance-SUV in unter 6,5 Sekunden von 0 auf 100. Wie hoch die maximale Endgeschwindigkeit ist, das gibt Cupra derzeit noch nicht bekannt. Allerdings sind alle bisher am Markt befindlichen Elektroautos, welche die MEB-Plattform nutzen und auf die auch der Tavascan aufbauen wird, auf ein Höchsttempo von 160 km/h begrenzt. Daher schließe ich eine Wette ab, es wird auch da bleiben. Der Cupra Tavascan wird über den großen 77 Kilowattstunden Akku aus dem MEB-Regal verfügen, welcher eine Reichweite von etwa 450 km bieten soll. Ob auch Varianten mit den kleineren Akkus aus dem MEB-System angeboten werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Performance des Tavascan zieht sich durch das gesamte Fahrzeugdesign. Das beginnt bei der durchdachten Frontschürze mit den zahlreichen Lufteinlässen, welche zum Teil den Luftstrom optimal am Fahrzeug vorbeileiten sollen und zum Teil auch den Fahrtwind in Richtung des Akkus leiten, um diesen zu kühlen. Solche aerodynamischen Details setzen sich auch bei den Rädern fort. Die 22 Zoll großen Felgen im markanten Turbinendesign für sauber abgeleitete Luftströme sind ein Beispiel davon. Am Heck befindet sich ein Diffusor, der die hervorragende Aerodynamik bis ans hintere Ende des Fahrzeugs führt. Die insgesamt sehr sportliche Optik wird zusätzlich durch einige Carbon-Anbauten untermauert. Der Cupra Tavascan soll nach derzeitigem Stand ab Ende 2023 oder Anfang 2024 erhältlich sein. Ja, in unserem Blog, verlinke ich euch hier oben, könnt ihr auch alle Daten zu den aktuellen Elektroauto-Neuheiten nachlesen. Ich lasse euch nach meiner Verabschiedung unsere ganze Pipeline nochmal durchlaufen, dann könnt ihr selbst zu eurer gewünschten Marke vorspulen und euch nochmal alles in Ruhe anschauen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei wart. Falls ihr noch kein Abo habt, lasst jetzt eines da. Vivienne und ich testen für euch Elektroautos. Gerade steht der Autobahn-Reichweitentest und Verbrauchstest des Skoda Enyaq an. Ich bin gespannt, ob dieser Alleskönner, wo man, ja, unser Test ist ja schon draußen und ich muss ihn tatsächlich als Alleskönner derzeit bezeichnen. Bin aber gespannt, ob dieser Alleskönner auch unseren Autobahntest mit Bravour leisten wird. Mal sehen. Eigentlich meistern wird, muss man sagen. Mit Bravour meistern wird. Ansonsten gibt es nur noch eines zu sagen. Schaltet ein beim nächsten Video. Fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi.